Ich könnte mir nicht vorstellen, mit Menschen zusammen zu sein, die von mir Monogamie fordern. Wir sprechen schon von der vertikalen Skala. Es gibt das Phänomen des sogenannten Mikropenis. Manchmal gibt es Anfragen, für die ich extra Dinge lernen muss. Guten Tag, bequem? Ja. Jetzt mal ehrlich. Hast du auch eine weiche Seite? Oh, auf jeden Fall. Sowohl beruflich als auch privat. Ich habe durchaus auch Gäste, die mit mir kuscheln wollen, die manchmal auch aktiv sind. Also ich bin keine Domina im engeren Sinne, sondern ich switche auch beruflich, biete aktive und passive Rollenspiele an und habe auch manchmal ganz normalen Vanilla-Kuschel-Sex mit meinen Gästen. Macht dir dein Job Spaß? Auf jeden Fall. Hast du wirklich jeden Tag Spaß bei der Arbeit? Nö. Ich habe manchmal Tage, da würde ich lieber auf der Couch sitzen und ein Buch lesen. Oder habe ein bisschen zu lange gefeiert und würde lieber länger ausschlafen. Das ist ganz normal wie in anderen Jobs auch. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Ich habe so ein Mittelstandseinkommen. Schwankt natürlich, bin selbstständig, aber ich bin weder besonders reich noch nage ich im Hungertuch. Wie bist du zu BDSM gekommen? Das war schon in meinen frühesten Fantasien so. Also seit ich meine Sexualität auslebe, ist die irgendwie kinky. Und insofern habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Würdest du jemanden ernsthaft verletzen, wenn derjenige das möchte? Definieren ernsthafte Verletzungen. Also ich habe schon bleibende Spuren verursacht im gegenseitigen Einvernehmen, aber das muss schon vorher wirklich abgesprochen sein und ich muss mir sicher sein, dass mein Gegenüber weiß, was er da will und dass das passt. Fließt da manchmal auch Blut? Ja, gelegentlich, aber auch nicht ständig. Hast du wegen Erlebnissen bei der Arbeit schon mal schlecht geträumt? Ich glaube, nicht wirklich schlecht geträumt, aber ich erinnere mich, dass sich mal ein Gast von mir verabschiedet hat, weil er im Krankenhaus war und wusste, er kommt nicht mehr zurück. Der hat mich angerufen und da habe ich ziemlich geheult am Telefon. Das hat mich noch eine Weile mitgenommen. Den kannte ich sehr lange und das war sehr intensiv mit dem Menschen. Und das ist, hat mich eine Weile mitgenommen, ja. Lebst du in einer Beziehung? Ich könnte mir nicht vorstellen, mit Menschen zusammen zu sein, die von mir Monogamie fordern, auch in meinem Privatleben nicht. Insofern ist mein Beruf nur eine weitere Facette meiner nicht monogamen Lebensweise, was nicht heißt, dass man nicht auch Verbindlichkeiten eingeht und auch lange Beziehungen zu Menschen haben kann. Zeig mal, wie groß war der kleinste Penis, den du bei deiner Arbeit gesehen hast? Wir sprechen schon von der vertikalen Skala. Es gibt das Phänomen des sogenannten Mikropenis. Da ist tatsächlich nicht viel da. Stehen deine Kunden wirklich auf Schmerzen oder hat das eher psychologische Ursachen? Das ist jetzt aber nicht nett. Manche stehen auf Schmerzen, manche wollen überhaupt keine Schmerzen, manche haben sicherlich Probleme, andere wiederum sind voll funktionsfähig gesellschaftlich. Ich meine, wer hat keine Probleme? Es ist wirklich ein großes Spektrum an Interessen, was an mich herangetragen wird. Und oft geht es einfach nur darum, eine Erlaubnis zum Empfangen haben, also eine Erlaubnis zum Empfangen zu bekommen, also sich entspannen zu dürfen, passiv zu sein und mal verführt und vernascht zu werden. Welcher Kundenwunsch hat dich am meisten herausgefordert? Manchmal gibt es Anfragen, für die ich extra Dinge lernen muss. Oft bringen mir dann Gäste das dann aber auch bei. Also ich gebe das dann durchaus zu und ich sage, sowas habe ich noch nie gemacht. Erklär mal. Und ich wachse natürlich auch mit meinen Aufgaben. Ich weiß ganz, als ich angefangen habe, wollte mal jemand eine Nadel durch die Haut gestochen bekommen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht. Der war aber super erfahren und sagte, boah, das ist ganz einfach, guck mal, du nimmst das einfach und steckst das da so durch. Und ich so, okay, gut, dann mache ich das jetzt mal. Und so bekomme ich immer mal wieder Anfragen, was Techniken angeht, bei denen mein Gegenüber mehr Erfahrung hat als ich, mittlerweile nicht mehr so oft. Aber dann lerne ich einfach was dazu. Und wenn ich was nicht kann, dann gebe ich das auch zu. Und dann ist vielleicht derjenige aber auch bei einer Kollegin besser aufgehoben. Was denken deine Eltern über deinen Job? Oh, meine Mutter ist da recht entspannt. Der habe ich schon früh davon erzählt. Und die hat sich natürlich am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht.
hat dann aber, als sie festgestellt hat, dass mir das nicht schadet und dass ich damit glücklich bin, damit recht schnell ihren Frieden gefunden. Vielen Dank. Okay, cool. Das ist aber, ich muss sagen, das Licht hier ist echt krass.